1000 Kilometer entfernt von der versteckten Stadt Petra fließen Tigris und Euphrat und bewässern das antike Land Mesopotamien. Die schönste Stadt, die in dieser fruchtbaren Ebene entstand, war Babylon. Eine Stadt von solcher Pracht und solchem Luxus, dass König Nebukadnezar sich rühmen konnte, ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe? Von Babels vergangener Größe sind nur noch Bruchstücke übrig geblieben. Stücke einer Landstraße, die einst unter dem Marschtritt der Heere Nebukadnezars erzitterte. Überreste einer Stadtmauer, einst bejubelt als die schönste, die je gebaut wurde. Und die müden, verblassten Symbole imperialistischer Pracht. Babels Aufstieg war schnell. Aber als es sich zu schwindelerregenden Höhen von Kraft und Schönheit erhoben hatte, glitt es gleichzeitig immer tiefer in den Sumpf der Lust und Perversion. So war sein Schicksal besiegelt. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich den König zu Babel heimsuchen und dies Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen. Viele Jahre schien es, als ob die Prophezeiung sich nicht erfüllen würde. In der Tat, für mehr als ein halbes Jahrhundert regierte Babel als Königin der Städte über die zivilisierte Welt. Dann, in einer Oktobernacht des Jahres 539 vor Christus, war der königliche Bankettsaal Babels angefüllt vom Klang des Gelächters und Geschreis. Belsazar, der König, hielt ein großartiges Fest. Plötzlich wich der Tumult einer tödlichen Stille. Die Finger einer Hand erschienen und schrieben die Worte: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Gott hat dein Königreich gezählt und vollendet. Für die, die auf den Wellen der Macht Babels ritten, musste diese Prophezeiung unglaublich erschienen sein. Aber in derselben Nacht, der Nacht von Belsazars Fest, drangen die Meder und Perser in die Stadt. Belsazar wurde getötet, das Reich wurde geteilt und Babel, einst mächtig, blühend und stolz, begann zu vergehen und wurde ein ödes, dürres Land, eine Wüste. Heute ist Babel ein Platz für Füchse, die ihre Löcher graben. Ein Platz für Schakale, die über dürre Hänge jagen. Ein Platz für Störche, die kommen und Nester bauen. All dies in Erfüllung von Jesajas Prophezeiung: Ihre Häuser werden voll von traurigen Kreaturen sein. Mehr als 2000 Jahre waren die Ruinen Babels stummes Zeugnis für die Richtigkeit der biblischen Prophezeiung. Das Land erbebe und erschrecke, denn jeder Gedanke des Herrn soll erfüllt werden, dass er das Land Babels zur Wüste mache, darin niemand wohne. Neben Jerusalem, Petra und Babel wurde auch dem berühmten Handelszentrum Tyrus ein wichtiger Platz in den biblischen Prophezeiungen gegeben. Die Prophezeiungen über Tyrus sind höchst bemerkenswert. In der Tat, sie sind die verblüffendste Sammlung von Prophezeiungen der ganzen Geschichte. Lassen Sie mich vorlesen. Ezekiel Kapitel 26. Siehe, ich will über Tyrus kommen lassen Nebukadnezar, den König zu Babel. Dein Volk wird er erschlagen mit dem Schwert, und deine starken Säulen wird er zu Boden reißen. Siehe, ich will viele Nationen wieder dich heraufbringen. Und sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Staub in die Mitte des Wassers legen. Und ich will dich gleich machen einem Felsengipfel. Du sollst ein Ort sein, da man die Fischernetze ausspannt. Du sollst nicht mehr bebaut werden, denn ich, der Herr, habe solches gesagt. 586 vor Christus wurde Tyrus von Nebukadnezar angegriffen. Schließlich hatten seine Truppen einen Weg in die Stadt geschlagen. Aber bis dahin war das Volk samt seinen Schätzen auf eine Insel nahe der Küste entkommen. Hier wurden die Angreifer gestoppt. Sie hatten keine Schiffe, um zur Insel überzusetzen. Nun lag die Stadt 240 Jahre in Trümmern und die Menschen lebten samt ihren Reichtümern auf der Insel. Dann endlich, 333 vor Christus, ließ Alexander der Große seine Armeen gegen Tyrus marschieren. Die Stadt selbstverständlich fand er zerstört. Aber er konnte die Insel nicht angreifen, weil nämlich das Volk, vorgewarnt, ein besonders starkes Unterwassernetzwerk gebaut hatte. So schlau erdacht, dass Ebbe und Flut sie nicht mit Sand verstopfen konnten. Ein Blick auf diese Hindernisse genügte Alexander. Er sah sofort, dass bei einem Angriff von der See her seine Invasionsflotte zerschmettert würde.
Die Menschen auf der Insel atmeten erleichtert auf. Es schien, ihr Feind sei zum Stillstand gebracht. Doch Alexander war nicht leicht zu entmutigen. Er erdachte einen äußerst ungewöhnlichen Schlachtplan, den es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Er beschloss, einen Damm zu bauen, vom Festland hinaus zur Insel, seine Truppen über den Damm marschieren zu lassen und die Insel einzunehmen. Aber woher sollte er all das notwendige Material dazu nehmen? Die Antwort war offensichtlich: aus den Trümmern der antiken Stadt Tyrus. Und so ließ er seine Heere arbeiten. Stein um Stein, Ziegel um Ziegel, alles, was von der alten Stadt übrig geblieben war, wurde ins Wasser geworfen, buchstäblich. Das war noch nicht genug. Sie kratzten sogar den Staub zusammen und warfen ihn auf den Damm, um die Fahrbahn zu befestigen. Und so, genau wie vorhergesagt, verließen sie den Ort Tyrus so öde und leer wie den Gipfel eines Felsens. Heute hat der Treibsand von Jahrhunderten Alexanders Damm bedeckt. Die Erfüllung der Prophezeiung hat tatsächlich die Geografie des Libanon verwandelt. Was einst eine Insel war, ist nun Teil einer breiten Halbinsel. An der Spitze der Halbinsel ist eine kleine Stadt, die jetzt den Namen Tyrus trägt. Aber diese Stadt ist da erbaut, wo die Insel war, und nicht ein Teil des alten Tyrus. Die große und mächtige Stadt des damaligen Zeitalters ist nicht mehr. Heute leben an dem Ort, wo Tyrus stand, bescheidene Fischer, um ihr Gewerbe zu betreiben. Tyrus, die Stadt der vornehmsten Seeleute, der reichsten Händler, der kühnsten Forscher, ist zu dem geworden, was die Bibel voraussagte: zu einem Platz zum Ausspannen der Netze. Das antike Tyrus wurde niemals wieder aufgebaut, obgleich es eine günstige Lage für den Handel hatte. Reiches, fruchtbares Land und das frische Wasser der Ras al-Ain-Quellen. Mehr als genug, um den Bedarf einer großen Stadt zu decken. Durch die Jahrhunderte hallt der Bibel unerschütterliche Prophezeiung wider Tyrus: du sollst nicht wieder erbaut werden, denn ich, der Herr, habe es gesagt. Die vollkommene Genauigkeit, mit der die Prophezeiungen erfüllt wurden, ist wirklich verblüffend, nicht wahr? Wie erklären Sie das? Nun, für einige Leute ist die Erklärung wirklich ganz einfach. Sie sagen, die Propheten hatten eben Glück. Ihre wilden Vermutungen trafen eben zufällig ein. Wenn das der Fall ist, wie viel Glück müssen eigentlich die Propheten gehabt haben? Gibt es eine Antwort auf diese Frage? Ja, in der Tat. Es gibt einen mathematischen Fachbereich, der gerade Probleme dieser Art zu lösen versucht. Es ist der Zweig, der sich mit der Theorie der Wahrscheinlichkeit befasst. Und wir haben großes Glück, dass wir einen Experten der Mathematik hier haben, der uns gerade dabei helfen kann. Professor Peter Stoner. Willkommen, Herr Professor. Danke sehr. Setzen Sie sich bitte. Professor Stoner ist Chef der Fakultät für Mathematik und Astronomie im Pasadena City College gewesen und seit kurzem im Westmont College in Santa Barbara tätig. Professor Stoner ist nicht nur Experte auf dem Gebiet der Mathematik, er hat außerdem noch weitere Interessen, die zu unserem Thema gehören. Er interessiert sich nämlich für Prophezeiungen. Herr Professor, Ihr Buch »Wissenschaft spricht« war für mich persönlich eine außerordentliche Hilfe. Es hat auch sehr bei der Vorbereitung des Materials für dieses besondere Thema geholfen. Nun, das ist sehr erfreulich. Können Sie uns ein wenig über die Theorie der Wahrscheinlichkeit erzählen? Gewiss, Dr. Moon. Das Prinzip der Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr einfach. Und wir können es auf viele verschiedene Arten veranschaulichen. Zum Beispiel? Nun, lassen Sie uns einen Fall annehmen, bei dem wir es mit unabhängigen Ereignissen zu tun haben. Wollen wir untersuchen, indem wir die Frage stellen, welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Mann kahl wird und einen Finger verliert? Nun, das sind Ereignisse ohne Beziehung. Ja, das ist richtig. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit kennen, wie oft sich der Einzelfall ereignet, können wir errechnen, wie oft beide Fälle zusammen für eine Person zutreffen. Lassen Sie mich das verdeutlichen. Nehmen wir einmal an, dass von 10 Männern einer kahl würde. Und dass von 100 Männern nur ein einziger einen Finger verliert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem Mann beides passiert, kahl werden und einen Finger verlieren, das Produkt dieser zwei. Also einer von 10 mal einer von 100
Das ist? Einer von 1000. So ist die Regel. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit einer Reihe unabhängig sich ereignender Vorfälle errechnen wollen, zuerst schätzen wir die Wahrscheinlichkeit für jedes Einzelereignis allein, dann multiplizieren wir die Resultate und erhalten die Wahrscheinlichkeit, mit der die ganze Reihe ablaufen wird. Aber wie wenden Sie das auf Bibelprophezeiungen an?